Also Hehl, das helle Sehen, das kommt eigentlich von der Seele her. Also ein Hellseher muss bereit sein, komplett sein eigenes Ego aufzugeben. Das bedeutet also, wie bei einem Computer, alles runterzufahren. Die eigenen Gedanken, die eigenen Geschichten, die eigenen Emotionen, die Antipathien oder Sympathien, die man hat. Also er muss sich komplett leer machen. Also das ist nicht jedem Menschen eigen, ja, von Natur aus. Also er muss sich erstmal ganz leer machen. Er wird zu einem Art Bambusrohr oder zu einem, ja, er wird leer. Also er muss ganz in die Leere, in die Stille gehen. Und wenn er still geworden ist und ganz leer geworden ist, dann stimmt er sich auf die Seele des Gegenübers, also des zu Beratenden, des Fragenden ein. Und erhält jetzt, je nachdem, wie die ausgerichtet sind, die Seher von ihren Engeln, also die Botschaft. Manche channeln die Engelebenen. Manche sprechen auch von der Quelle, dass sie mit der Quelle verbunden sind. Ein übergeordnetes, höheres Bewusstsein, was jenseits der Dualität für uns ja immer da ist. Und aus dieser Quelle empfangen sie dann die Botschaften. Und die sind nie belehrend, nie beurteilend. Also es erkennt man daran an die gute Qualität, dass es immer aus der Liebe herauskommt, aus dem Verstehen. Und das ist das, was die Menschen stärkt. Wir alle wollen Wärme, wir wollen alle geliebt sein. Und besonders in einer Zeit, wo so viel Technisierung da ist, viel Kühle, viel Individualität, bleibt so diese liebevolle Berührung auf der Strecke. Und das ist das, weshalb das auch immer mehr von Menschen in Anspruch genommen wird. Für mich ist Heilung Bewusstwerdung. Also ein Hellseher kann etwas sehen, was der Kranke selbst nicht sieht. Also ich mache ja auch mediale Beratung selber und da werde ich immer wieder gefragt, was ist eigentlich die wahre Ursache dafür als Beispiel, dass ich solche Spannungen mit meinem Vater habe. Und ich kann sehen auf der Seelenebene, welche Blockaden da sind. Dann spreche ich das sehr sanft aus, also auf die Art und Weise, wie ich spüre, dass der Betreffende das auch verkraftet. Und in dem Moment sagt er, es ist eine so große Erleichterung, dass das kann ich jetzt sehr gut annehmen. Heilung ist oft Bewusstwerdung, Anerkennung. Also anerkennen, was ist. Und das ist ein Akt der Liebe. Und dabei unterstützt man, also das ist eigentlich Heilung, also durch Hellsicht, durch hellsichtige Beratung.